Und da sind wir wieder bei Vegasif, mir Sefi und Jutis. Hallo. Bei The Legend of Zelda Skyward Sword. Waren hier nicht auch mal Vögel? Die waren tiefer im Wald. Achso, ich dachte, hier wären Vögel gewesen. Schade. Das war, als wir den Gegner fertig gemacht haben. Achso, schade. Wir hätten noch welche Federn gebraucht. Wir können hier gerne, achso, ja gut. Das hätte ich gesagt, dann fliegen wir mal hoch, wieder runter und gehen halt am Anfang. Ja, da beim Tempel, ne? Weißt du, da, wo der Verband schon mal ausbüxt, da sind ja nicht immer Vögel. Und das wäre cool, dann könnten wir den heiligen Schild aufbessern. Ja. Dann rufen wir eben mal ein paar Vögelchen die Federn. Ich glaube, zwei brauchen wir, die werden wir wohl irgendwie, mich erschrocken. Die werden wir wohl irgendwie auftragen können. Tja, Trappel. Tschüss. Du hast mich verarscht! Das stimmt super. Ja, halt's mal. Ja, da unten, bei dem Lichtstrahl. Achso, da meinst du. Also da ist ja der Siegelheim und da vor der Tür war es doch immer, ne? Also da gab's glaube ich zwei Orte. Einmal, wenn du in den Wald gehen wolltest, gab's da diese Ebene, wo wir mit Bardo waren. Und davor den Punkt. So stumpf, dass da angewählt wird. Hier, mach das. Oh, hier hat jemand was gebaut. Da war aber jemand fleißig. Da war jemand sehr fleißig. Da ist jemand fleißig. Ich rede nicht mit ihm. Was macht er da? Er richtet das, glaube ich, aus. Das Mutterchen hat gesagt, dass dieses Ungeheuer weit wieder zurückkommen könnte. Dieses Mal bin ich vorbereitet, denn ich bastel gerade an einer phänomenalen Geheimwaffe. Noch ist sie nicht fertig, aber ich freue mich bereits darauf, es dem Ungeheuer damit zu zeigen. Das ist schön für dich. Kann ich mich da reinsetzen und mich erschießen lassen? Ja. Ich glaube nicht, dass es da lang geht. Nein. Hier war ein Zirkelchen. Die hat wohl Baden. Da! Ich wollte sie wegpusten. Tja! Wo ist er denn? Verdammt! Mist. Omi lässt uns nicht rein. Na, ich glaube, die kommen sowieso noch nach. Hast du gesagt, mal rein, geh mal raus und sind ja bestimmt wieder. Na, oh, ich hab Besuch. Besuch! Das kann der Hund. Du bist doch schon mein Kescher. Ich das nicht immer. Alter, ich fang dich. Ich will dich nicht streicheln damit. Ich fühle mich verarscht. Aber so richtig. Schöne Beschäftigung.
es tut mir echt leid. Ich gebe mir mein Bestes. Aber die Vögel sind halb in meinem Kescher drin und das zählt nicht. Sind die irgendwie so atemgeschützt, dass das nicht funzt? Ich wünsche, das würde in der freien Wildbahn so funktionieren. Oh ja. Schief für Tiere. Ha! Super, eine haben wir schon! Das ist eine Vogelfeder halt. Diese werden im Wolkenwald wegen ihrer Seltenheit und Nützlichkeit hochgeschätzt. Fehlt uns nur noch eine. Es waren noch zwei, oder? Wir nehmen die vor, es ist aber drei. Nicht, dass es dann heißt, oh, hier drei. Wir haben nur die zwei. Das wäre sehr ärgerlich. Das stimmt. Na, jetzt hast du den Dreh raus. Den schon. Ich hoffe nur, dass das Geld dann reicht. Aber vielleicht ist in allen Truhe, die wir freigeschaltet haben, ja noch was. Oh, das sind blau. Oh, die blauen sind selten. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es zwei waren. Ich dachte nur, vorweshalb hat man immer noch mal eine. Scheiße. Weil irgendwann, vielleicht braucht man die ja nochmal für irgendwas anderes. Ja, stimmt. Gerne in die Nase zu kitzeln oder so. Er hat ja eine Vogelallergie. Naja, um das nochmal aufzuwerten, braucht man die bestimmt wieder. Ja. Aber es wäre schön, mit einer Halbbahnschild durch die Gegend zu laufen. Hey, hüpf nicht weg. Ha. Boah, das ist eine Blaue. Das ist keine Vogelfeder, das ist eine blaue Vogelfeder. Entschuldigung. Das ist die. Was ist denn anvisiert? Deswegen dachte ich, ich sollte. Ich kann mir doch mittlerweile, ich kann mir doch auch nicht aussuchen, wenn ich anvisiere. Ach, naja, vielleicht brauchen wir auch blaue Federn. Wir brauchen sie höchstens, um den Hausmund zu heiraten. Hm. Sind nicht in Haft. Oh, wen willst du hier heiraten? Warte. Ich mache gerne einen Heiratsantrag. Das ist. Bardo ist bestimmt ein Vorfahre von den Gerudos. Das ist der einzige mit roten Haaren im Wolkenhort. Oh Gott. Das könnte ein Vorfahre von Kenneth sein. Oh Gott, bitte zerstör nicht meine Illusion. Ha. So. Schön. Verpissen wir uns wieder von hier. Zu hoch. Jetzt nicht mehr. Durch. Oh. Falsches Item. Du hast einen Fjordriesenkäfer gefangen. Wird der Panzer dieses Insekt poliert, gewinnt es an Stärke. Wie geht das? Hm. Siehe, ich bin sauber. Ich glaube, die könnten wir auch zur Not auch noch verkaufen, die Insekten. Ja. Wenn wir kein Geld haben. Ach, weil ich bin mal nicht bei 84 Rubinen. Teuer wird das nicht sein. Können wir mal nachgucken sollen? Ja. Oder oben kann man nehmen. Tschüss, Bardo. Nein, nimm mich mit. Na doch. Na gut, mal was los. Ja, verdammt. Da war ein Baum. So voller Äste und Zweige. Ich bin zu Hause. Was ist das auf deiner Schulter? Ein Eichhörnchen. Das ist ein Eichhörnchen. Ich hab Verfolgungswahn. Kann ich verstehen. Hallo, wartet auf mich! Fick dich! Herrin, fein!
mit den Armen durch die Wand. So machen das echte Männer. Ich muss ja. Da falle ich jedes Mal drauf rein. Worauf? Ich will jedes Mal nach links gehen, wenn wir da reinkommen. Der ist rechts vom Eingang. Danke. Ja, ist ja gut. Guck mal, es war gut, dass wir einen Schmuckschild haben. Siehste. Wie viel brauchen wir denn? Der hat 100 gekostet. So. Du bist doch hier, der so viel Geld dafür haben will. Echt? So, wo verkaufen wir die? Ich glaube, das war abends bei einem von, entweder, ich weiß gar nicht, ist das abends oder ist das bei der Kürbisbar? Da gibt's doch deine zwei Leute da von Bardo. Ich weiß nicht mehr genau, welcher das war. Ob das der bei der Kürbisbar war oder abends der andere Typ? Ich glaube, das war abends der andere Typ. Das weiß ich nicht mehr. Da habe ich mich ins Bett neben ihm gelegt. Also er stand da und ich habe mich einfach kacken dreist in das Bett gelegt. Ach, da fällt mir ein, hier gibt's ja sowieso noch ein Herzteil, das wir holen können. Na. Ich empfehle es, nachts zu holen. Ja, genau den meine ich. Wo war jetzt dein Zimmer? Das war, musste das eigentlich sein? Ja, das ist es. Dann habe ich mich hier mal hingelegt. Hier bis nachts. Ich mach's mir hier mal chillig, ne? Was willst du von mir, Lydia? Was ich hier mache? Ich sehe mir Insekten an. Agneta? Bist du's? Käfer sind wunderbar. Wie Bardo. Nein, noch wunderbarer. Das soll nicht heißen, dass Bardo nicht weniger wert ist als ein Insekt. Kommt denen schon nach. Jedenfalls mag ich Insekten. Ich hätte gern eine Sammlung verschiedenster Insekten. Nein, besser noch, ich hätte gern eine ganze Insel voller Insekten. Das ist überhaupt die Idee. Lydia, wenn du Insekten findest, verkauf sie mir doch. Ich zahle auch gut von mir aus. Bald meine Insektensammlung vollständig sein. Wenn du mir Insekten verkaufen willst, dann kommst du mir. Ich bin abends normalerweise hier. So wie jetzt? Ich kaufe aber nicht wahllos Insekten. Was ich kaufe, entscheide ich jeden Tag neu. Und Bardo darf nichts davon wissen. Ah ja, außerdem kaufe ich nur das. Ich muss auf meinen Ruf achten. Welchen Ruf? Alles klar, Lydia. Ich vertraue dir von Insektenfreund zu Insektenfreund. Dann zeig mir, was du für mich hast. Heute kaufe ich folgende Insekten. Wirkenrautkirsche, die Fioriesenkäfer, Magmarinenkäfer. Haben wir. Und wie sieht's aus? Insekt 1, Wirkenhirschkäfer. Insekt 2, Fioriesenkäfer. Insekt 3, Magmarinenkäfer. Ich glaube die, oder? Ja, davon haben wir so viele. Magmarinenkäfer. Ich gebe jetzt 20 Rubine pro Exemplar. Du hast 10 Exemplare gefangen. Wie viele möchtest du verkaufen? Alle? Eins? Achso, eins erst. Das reicht doch. Einmal Magmarinenkäfer. Ich gebe dir dafür 20. Frag doch nicht so doof, du Pamela. Hier, bitte sehr. Ich freue mich. Es kribbelt, als hätte ich Ameisen in der Hose. Okay, ich sag dazu jetzt echt nichts. Danke, Lydia. Bitte weiter so. Willst du nicht erst wieder schlafen legen? Nee, das ist das Herzteil. Ah, vollkommen vergessen. Müssen wir kurz rausgehen für. Oh, ist, macht unser kleiner Freund hier wieder seine Nummer? Da brauchen wir einen Ausdauer dran für, glaube ich. Ach, das ist ja nicht der Ausgang. Nein. Sie lernt dazu. Du hast ein Juwel der Güter erhalten. Jedes Juwel ist aus Dankbarkeit einer dir unbekannten Person entstanden. Weißt du, wie das Ding aussieht? Wie von Mario Galaxy. Stimmt. Sammle sie für Mosego. Noch mehr Dankbarkeit in kristallisierter Form. Die Blume ist dankbar? Ach, da unten. Ja, yeah, jetzt haben wir schon. Von? Viel zu vielen. Keine Ahnung. War da nicht was in der Ritterschule nachts und so? Wollen wir da auch nochmal hin? Wir sind in der Ritterschule. Ja, da war ein Trainingsdings, oder nicht? Hat der Typ denn nicht in der Bar? Ich muss mal kurz gucken, wo es ist. Wir müssen... Wo soll ich hingucken?
Nee, ich muss mich nur kurz orientieren. Ach so, ich dachte, ich sollte, wolltest du irgendwas angucken? Wir müssen hier darüber. Jo. Wir müssen da aufs Dach rauf. Da oben aufs Dach müssen wir. Geht's ja hier am Rand lang, ne? Sieht gut aus. Ja, ich glaube auch, dass es da lang geht. Komm schon. Hier, da kannst du dich mit dem Enterhaken reinziehen. Voll daneben. Und hinein! Du sollst loslassen. Autsch. Schön, ne? Ich finde auch, dass es sinkt. Oh mein Gott, er kann nicht! Jetzt ist er weg. Du hast ein Juwel Güterhalt. Schon wieder. Bla 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 blibu. Übertreibt's mal nicht, Leute. Das ist so wirklich genug. Ist das daneben die Keule, um mich selbst zu erschlagen? Nein. Oh, komm. Das ist übrigens Zeldas Zimmer. Ja, das haben wir schon gehört. Du hast ein Herz erhalten, deine vier und deine Lebensenergie hier mein Herz zu erhöhen. Dir fehlen nur drei weitere. Wow. Ich zeig dir Schlüpper. Und ich zeig dir fünf. Zeldas Tagebuch. Möchtest du es lesen? Ja! Morgen ist die Vogelreiterzeremonie. Ein weiterer Schritt auf dem Weg zum Ritter für Lydia. Ich kann es kaum erwarten, sie endlich als Ritterin zu sehen. Aber in letzter Zeit hat sie es gar nicht mehr geübt. Ich werde morgen sehr früh aufstehen und sie zum Üben zwingen. Sie muss unbedingt gewinnen. Ich will die Siegeszeremonie nur mit ihr feiern. Das ist irgendwie süß. Tja. Ich sehe noch ein schönes Nein. Wir können da ja pennen. Ach, das Bild ist süß. La 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 la. So, wieder jetzt zur Ich gehe schon übers Dach. Ach, wir sind schon oben. Schön. Das geht aber schnell. Ach, wir sind schon bei 18. Naja, gut, den kleinen Abstecher können wir noch eben machen. Ja, bringt ja keinen um. Den sehen dann? Ja, da ist er schon. Was soll hier jetzt sein? Weiß ich nicht. Hat er nicht irgendwas von Geräuschen und bla bla irgendwie was erhört? War es draußen vielleicht irgendwo um die Ritterschule herum, Filibum? Fällt mir ein, da gab es glaube ich auch noch was zu holen. Ja, wir mussten ihnen ja die Dings noch geben, oder nicht? Hi. Wo, da geht's lang? Wollen wir nicht mit dem Ding da reden? Ja, das ist ja nur, das gibt dir ja nur Tipps. Ach so, weil das so über Sprechblasen hat und so. Ja, es ist wahrscheinlich hier, ich habe neue Tipps für dich. Das ist ja dieses Hinweisding, wenn du nicht weiterkommst. Ja. Ich meine hier beim... Entschuldigung. Ja, ja, bla bla. Du bist auch ein Monster. Darf ich den Koffer packen? Dankeschön. Bla 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 la la. Du bist klasse. Schleim. Warum bin ich nicht weitergelaufen? Ich weiß es nicht, du drückst auch nicht. Ich wollte ja nur sprinten. Hallo. Schnauze. Guten Tag. Hier beim Wasser gab es so eine Stelle, wo man langtauchen konnte. Entschuldigung. Ne? Da konntest du, bei irgendeinem Haus konntest du dann so reintauchen. Da unten.
Yeah, Motion Blast funktioniert wieder mal super. Da. Aus. Na, ja, geht's. Schön. Ist die ja noch aktiv? Sieht nicht so aus. Schade. Können wir die Tür da nehmen? Sieht nicht so aus. So, geht zurück. Ich höre die Fledermaus immer noch. Ich weiß echt nicht, wann genug ist, ne? Mhm. Aber wollen wir gleich wieder zurückgehen zum Pen? Jo. Das geht, glaube ich, schneller. Glaube auch. So, ich wollte mich da so schön rausdrehen. Achso. Was ist eigentlich egal? Ich dachte, du hast Zockungen. Ja! Zockung! Zockungen! Zockungen! Ah! Geh weg. Jetzt nerven. Mitterling, Katze. Es gibt übrigens doch mehr von diesen Katzen als nur eine. Oh. Der will die ganzen Leute da beschützen und lässt das Tor auf. Ist ja egal, welches Zimmer wir nehmen wollen. In das Zimmer können wir leider nicht reingehen. Hallo, hast du ein Bett? Reicht. Dankeschön. Ich wollte nur noch in meinem Mädchenbett schlafen. Ich heiße Lydia und du hast kein Mädchenbett. Ach, schön. Oh, diese Vögeldinger sind ja cool. Wer speichern oder willst du noch ein Schild aufrüsten und dann speichern? Ich würde sagen, erstmal Schild aufrüsten. Nein. Entschuldigung. Aber es sieht doch aus, als könnte es ein Ausgang sein. Nein. Doch. No. Entschuldigung. Ich bin ja auch zweimal mit dir da reingelatscht. Diesmal. Ja, er kann ja nicht nonstop rennen. Müsste ich ja eigentlich schon längst gewöhnt sein. So. Hey, hey, wie geht's meinem Trapo? Halt's mal. Keine Ahnung, der fliegt immer noch durch die Gegend. Seit einer Nacht. Danke. Ja, ja. Wie sollte man eine Verbesserung wieder zurücknehmen? Ja, die Verbesserung war scheiße! Mein Schild hält ja viel mehr aus als vorher. Das ist aber voll kacke. So, ich bin fertig hier. Das gehört dir. Würde ich auch hoffen. Du hast einen hochheiligen Schild erhalten. Dieser mysteriöse Schild repariert sich selbst und ist um einiges robuster als der Vorgänger. Bescheid, wenn ich noch ein paar Items für dich verbessern soll. Kann man die nochmal verbessern? Ich würde es geil finden. Uns fehlen wieder Vogelfedern! Aber wir haben eine blaue. Ja. Wir können ja mal gucken, ob wir den Köcher noch verbessern können. Ja! Für 10 Pfeile! Yay! Gut, dass wir die gestern Pizza des Halbmonde gesammelt haben. Mhm. Ja, jetzt. Geh weg. Nur mit 5 Fallen extra, das hat mir viel besser gefallen als mit 10. Also mit 10, das geht überhaupt nicht. Ich komme gar nicht mehr klar im Leben. Ich verliere die jetzt an Dauer. Du hast einen mittleren Köcher erhalten. Mit ihm kannst du 10 weitere Pfeile beitragen. Nutze ihn, wenn du häufig mit deinem Bogen einsetzen möchtest. Nee, ich benutze es, um mir den Hintern aufzukratzen.
Können wir den nochmal verbessern? Yay! Yeah. Und wir können es mal wieder nicht lassen. Oh. Nächstes Mal. Ja. Ich glaube, gucken wir den mal an. Ja, ja, wir ziehen uns aus der Finsternis Halbmond. Ja, ja. Mein Gott. Kriegen wir nochmal wieder. So. Ja, ich glaube, die Zeit, um eben zum Speicherpunkt zu gehen, haben wir auch noch, ne? Ja. Speicher, wo hat sich's gehört? Ja, ich kann ja wieder rennen. Das war schön, ins Blumenbeet. Das waren die Blumen meiner Lieblingsoma. Mir doch egal. Ich habe keine Oma, ich weiß nicht, wie sich das anfühlt. Schön, dass man die nur von vorne benutzen kann. Nein, man kann sie nur von vorne benutzen. Benutzt mich von vorne. So wie du das sagst, klingt das irgendwie falsch. Es klingt vieles falsch. Ja, und in dem Sinne verabschieden wir uns und hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wir würden uns sehr darüber freuen. Also bis zum nächsten Mal und ciao!